Hallo Freunde, herzlich willkommen hier zum Gorsi Let's Play. Servus Gorsi. Hallo, Carbon. Wir sind am Start. Wir haben uns endlich mal in hässlich und 2D, aber in einer sehr tiefen und coolen Spiel wiedergefunden. In Factorio. Wir werden das jetzt ein bisschen probieren zu zweit. Also Ja. wir sind eigentlich alte Meister. Wir haben das Spiel, gibt es mittlerweile auf Steam. Wir haben das schon früher auf der Homepage gekauft. Haben uns diese Multiplayer miteinander verbunden, wie in der Matrix, und werden da jetzt eintauchen. Nebenbei das Spiel so ein bisschen versuchen zu erklären, oder? Ja, so ein bisschen, soweit wir es können. Ja, genau. Beziehungsweise, ich werde gleich mal hier ein Erz Merkt nur gerade, das ist ein bisschen runterstellen. laut, das Ja, der Hin- und Spießer. Herhaken ist ein Der bisschen laut. Spießer ist brutal laut. Ah, ist besser, ja. Ja, Factorio ist ein extrem interessantes Spiel. Extrem tiefgründig. Es schaut am Anfang, das ist das Geile, überhaupt nicht so aus. Denk, oh, scheiß Grafik und was machen sie dann so? Das wird noch richtig komplex, was du am Anfang mit der Hand machst, machst später mit weiß Gott was für geilen Abbaumaschinen. Und wir werden da mal so ein bisschen probieren. Es gibt vier verschiedene, fünf verschiedene. Es gibt Rohöl, Kohle, Kupfer, Eisen und Stein. Wasser gibt Und es. Wasser ja gibt es gut, auch, okay. aber Wasser gehört auch nur zu den wertvollen Stoffen dazu, die man irgendwann braucht. Also Ja. Eisenerz abbauen mit der Ding ist echt Wahnsinn. Ist C, Wo ist ja. denn Kohle? Kohle, Kohle, Kohle Kohle ist hast. da herüben, aber Ah. ich brauch Kupfererz, damit ich. Ich brauche erst einmal. Ah, da ist Kupfererz. Wir werden, wie der Name schon sagt, eine Fabrik bauen, aber in sehr, sehr gemächlichen Schritten. Nicht, dass es langweilig wird, aber es wird halt Phasen geben, wo man ein bisschen umdenken muss. Ja, Spielprinzip zu erklären ist schwierig. Ja, es ist wahnsinnig komplex, die ganze Geschichte irgendwann. Also jetzt am Anfang noch, ja, wie schon gesagt, es ist erstmal mit der Hacke alles abbauen, bis man mal so seine Maschinchen hat, die dann für einen arbeiten. Ich arbeite jetzt gerade darauf hin, weil wir haben hier unten in dem Menü, haben wir schon mal einen befeuerten Erzförderer und der ist natürlich schon mal Gold wert. Den werde ich jetzt auch hier gleich mal setzen, um. Wie waren noch mal drehen von dem? Jetzt muss ich ja. Jetzt geht's schon los. Nein, Kuh war es nicht. Kuh weiß nicht, ne? Ehre ist zwar nicht. schon mal alle Tasten durchprobiert. Ach, dann setze ihn einfach dabei da oben hin. So, und jetzt Komisch. hat man hier, klickt man da noch mal drauf und dann kann man das Ganze eben mit der Taste Steuerung und Maustaste kann man das Ding befeuern und dann produziert es für einen Erz. Und das ist natürlich schon mal eine gute Aber nur Arbeitserleichterung. so lang, wie da Kraftstoff drin ist. Genau, und jetzt hüpfe ich mal schnell zu einem Waldgebiet. Ich hoffe, ich habe irgendwo Wald. Ich bräuchte nämlich ein bisschen Holz für die erste Kiste, oder? Ich glaube, die erste Kiste war. Nee, Ich werde einmal Eisenplatte? Ja, versuchen, das Holzbohlen, genau. Ganze mit Holzbohlen. Kohle zu machen, damit man die Geräte vernünftig befeuern. Holz hält nicht so lange wie Kohle Ja, ich habe beim in dem Befeuern. Erzförderer habe ich Kohle gerade rein. Okay. Aber das hat, glaube ich, nicht wirklich gereicht. Also Nee, das. das war nur eins. Also Aber ich muss mich ehrlicherweise mal orientieren. Es ist nämlich ewig her. Was sehe ich da? Die ersten Sachen, die man unter Handwerk bauen kann. Da gibt es später noch jede Menge Fließbänder, da gibt es befeuerte Greifarme, da gibt es später normale Greifarme, Rohrsysteme und so weiter und so fort. Auch Waffen gibt es. Wenn wir jetzt dabei noch nicht brauchen. Ja, Wo, wer? oh, ich glaube, die werden wir bald brauchen. Unten Warum? sind schon rote Six? Punkte. Oh, ja, stimmt. Also noch nicht so weit gehen, wenn es geht, dass wir Ja. die nicht aufschrecken. Weil sobald man einmal in denen ihre Gegend gekommen ist, kommen die auch immer wieder. Da kriegt man sie kaum mehr los, die Die Gegner. sind heftig. Das sind so, ich weiß Ja, so Alien-verseuchte Insektenviecher, so ganz die Weiden. gar nicht, Insektenviecher. Gucken. Ah, ich kann mir schon Spitzhacke bauen. Brauchst du auch eine Quasse? Ja, wenn's. Ich weiß jetzt gar nicht, kann ich sie Wo? mir. Hä, wo Ah, bin ich? kann Ach ich auch so. schon. Hab selber eine. Okay. Passt. Weil dann sieht man gleich, das geht auf wesentlich schneller, Freunde. Also das. So, Und ich heute hab. natürlich auch ewig so ein Ding. Schaut, wie schnell das geht.
Da können wir jetzt schon mal die Grundsteine legen. So, und jetzt setze ich mal hier eine Holzkiste hin, weil dann fördert nämlich der weiter in die Holzkiste rein, normalerweise, oder? Ich meine schon, genau, oder? Müsste schon machen, ja. Weil da jetzt nämlich... Aber es ist der kleinste Produktionsschritt, den es gibt, da gibt es, also das wird noch richtig, richtig gut. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist jetzt nur der Anfang von der ganzen Geschichte. Ich glaube, dass auch unsere Zuschauer das schon kennen von Garderol. Der hat das lange Zeit gespielt. Stimmt, genau, der. Wir gucken mal, ich habe schon länger gewusst, dass es im Multiplayer geht, aber ich habe es bis jetzt eigentlich ein bisschen in die Versenkung geschoben. Aber jetzt schauen wir mal wieder. So, ich werde da unten mal ein bisschen Kupfer versuchen hoch zu transportieren. Oder Kohle, machen wir vorher Kohle. Ja, ich so, bin gerade. Mit R treten wir aber das, eh? Was mit R? Echt? Hä? Boah. So echt. Echt, oder? Echt, oder? Echt, ja. Bloß ist Spaß. Ja, die Schmelzöfen kann man aber, glaube ich, nicht drehen, oder? Ne. Keine Ahnung. Ja, dann, aber man kann ja auch, das ist ja das Schöne, man kann die Geräte auch wieder abbauen. Ja, das ist denn bitter nötig. Ja, irgendwann ist es bitter nötig, das stimmt. So, ich nehme nämlich jetzt hier auch mal mein Geraffel mal schnell wieder mit. Und was macht man jetzt einmal? Machen wir eine Grundsammelstelle für die Rohstoffe, oder? Ja, wäre mal auf jeden Fall, also erstmal die Grundrohstoffe schon mal so eine Versorgung hier aufbauen. Dass man nein. Oh, was? Aber was versehen den Schmelzofen gebaut. Wir brauchen Eisenzahnräder. Da geht es dann auch weiter im Crafting. Das ist nicht nur, dass man diese Grundressourcen was baut, da muss man verschiedene Teile herstellen. Zum Beispiel brauche ich jetzt schon 3 Eisenzahnräder, einen Schmelzofen oder 3 Eisenplatten. Die kriege ich nur, wenn ich natürlich die Grundressourcen zusammenfüge. Schauen wir mal. Ich brauche hier schon mal Eisenplatten. Und Eisenplatten, da brauche ich Eisenerz. Das heißt, ich würde jetzt fast sagen, dass wir erstmal hier stumpf die 2 Schmelzöfen hinstellen. Den von dir und den von mir. Und dann schon mal Eisenplatten und alles herstellen. Ja. Ist, glaube ich. Genau, was haben wir da? Grafikeffekte sind besser geworden, das schaut gut aus. Ja, ich habe da gerade die Kohle raus. Und ich hau da mal. Das Ding ist nicht befeuert. Das ist Nein, nicht alles. Hä? Man konnte doch eigentlich mit Shift und mit Steuerung und konnte man da nicht nur einen Teil davon reintun? Wie konnte man denn die Menge teilen? Ah, okay, rechte Maustaste kann man die Menge teilen. Okay. Ja. Ich muss noch kurz gucken. Eisenplatten wäre ein Hit. So, gut. Achso, die habe ich jetzt gerade raus. warte, kann ich die wieder reintun? Nein. Ah doch, kann ich sogar wieder in den Ofen reintun. Okay, passt. So, jetzt habe ich schon mal genug für den Erzförderer. Nächstes baue ich mal ein paar Fließbänder. Okay, ich bin hier noch am Hin- und Her tragen. Das wird noch richtig krass, Freunde. Das wird noch richtig Ja, es macht halt auf, also gerade später dann, wenn es richtig rund geht, dann macht es richtig, richtig viel Spaß. Ja. Das ist, achso, nee, dann gehe ich mal Holz sammeln, dass man aber ein paar Kisten noch... Aber geht dann jetzt halt auch, oder? Ja, ich bleib hier in der Nähe, dass man ein paar Holzkisten noch bauen können. Erstmal. Okay. Oh, da kriegst du richtig viel. Nicht. Aber ich schau, dass wir ein paar Eisenplatten und so kriegen. Ja. Genau. Dass wir unten den befördern, dass wir die Eisen, die Kupfererzgeschichte hochkriegen. Ja. Ja, aber das brauchen wir eh am meisten mit Kabel und. Wie kann ich schnell was rausnehmen? Achso, mit Shift. Nein, ist ja AG-Klick. Okay. So, jetzt haben wir mal die ersten Fließbänder. Mal okay. Drehen kann. Sobald es damit losgeht, ist eh. Dann ist schon der erste Schritt in Chaos gestellt. Ja, es wird halt nie leichter, aber es ist cool, weil man sieht jetzt schon die ersten Brocken Kupfererz transportiert werden. Die werden natürlich nicht weit transportiert, da müssen wir noch mehr bauen. Ja, da müssen wir jetzt dann auch mal ein paar Greifarme Roboter-Gedöns bauen. Ja. Alles bauen wir. Alles. Alles sofort. Aber noch nicht in der ersten Folge. Oh, no.
Na, ich versuche da mal, dass ich die Geschichte da hochkriege. Das, Ja. später bauen wir das mal schön, das bringt so nichts. So, dann Ist ja aber. braucht man ein paar Wie kann man Kisten. das einsammeln? Wo muss man. Mit F, glaube ich, war das F? Ah ja, F war das, ja. Ja, genau. Hey, sechst, weiß ich auch noch was. Ich habe das so Vorher schon lang probiert, ich hab's nicht geschafft. echt wahnsinnig lang schon immer gespielt, aber. So, jetzt mal hier. Kann man das bei den Öfen eigentlich auch. Nee, da braucht man den Arm, dass der es rausnimmt, gell? Ja, dass es rausnimmt, braucht man auch, genau. Einiges an Kohle haben wir hier schon. So. Echt? Ja, jetzt hat er gerade gespeichert, oder? War schon wieder. Ein Ladebildschirm da. Da war vorher schon, vielleicht ist er nicht ganz synchron bei uns. So. Okay. Doch, dann haben wir schon mal Stein, könnten wir auch noch. Stein könnten wir relativ einfach machen. Stein ist ich eh muss hier, da oder? Obersetzen, aber brauchen wir das hier? Ja. Ach, die können wir auch. Wie viel braucht man da? Eben, das da ist, ich glaube, dass den am Anfang noch gar nicht so viel brauchst. Schauen wir, was ich noch bauen kann. Hinten schon sogar Strom erzeugen. Oh, die Greifarme könnte man schon bauen. Wir bauen mal das Schienensystem. Ich befreie. Greifarm wäre fast sinnvoller. Ja, das müsste man fast jetzt. Dass zumindest die Öfen immer durchgehend laufen. Schon mal. Genau, das läuft. So, Überlegung. Der baut den Ofen aber gleich unten beim Greifarm, dass er zumindest die Kupfererzgeschichte rausnimmt, oder? Ja, und dann den. Ja, genau. Und dann vielleicht noch einen zweiten Greifer, dass er es gleich wieder in die Kiste reintut. Ja. So, also Stein hätte ich jetzt mal ein bisschen was. Ich glaube 23. Wenn ich 23. Ich schmeiß das mal in die Kiste, wo das Kupfer drin ist. Ja. So, genau. Gut, dann, also Kupfer. Achso, na, die müssen wir ja weg, oder? Verdammt. Okay. Aber wieder in die gleiche Kiste wird er mal nicht machen, oder? Na, stell den Ofen jetzt da dahinter hin. Also hier hin, wo ich jetzt stehe, gerade. Siehst du das? Ja. Ja, gut. Genau, und dann hast du noch einen. Achso, nein, ich habe keine. Rufen wir aber nicht. Nein, es ist ärgerlich, dass man Kupfererzgeschichte. So, dann. Gut, also ich hätte noch einen Greifer. Ja. Achso, das ist jetzt blöd so. Machen wir das mal so. Das ist blöd. Ja, das Problem ist, da ist der Stein. Dann stelle ich das genau auf den Stein drauf. Erst. Deswegen habe ich den jetzt. Ja, es ist optimal ist was anderes. Das ist richtig. So. Na, das müssen wir dann irgendwann nochmal. Aber da kommt kein. Warum? Ah, okay. Ist da recht viel Kohle? Ich brauche mal Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wieso, ja, wieso kommt da nichts auf? Achso, wenn wir da nichts haben. So, jetzt kommt wieder. Jetzt kommt ja, das wieder. Ist die einfachste, schlecht aufgebaut. unhübsch, aber es ist die einfachste Produktion, die es gibt. Das ja. wird dann nur richtig geil. Jetzt muss man mehrere halt Sachen brauchst, oder für die Forschung oder so verschiedene Sachen brauchst. Es wird dann noch richtig kompliziert. Ja. So, jetzt hat der befeuerte Arm nichts. Das ist schlecht. Das heißt, und den fülle ich gerade. Habe ich gerade ja, was rein. Genau. So produzieren wir schon mal diese Kupferplatten. Ja, perfekt. Dann müssen wir jetzt nur noch ein bisschen was für Eisen tun. Oder so was falsch. Ja. Überleg nur, eigentlich macht es Sinn, dass wir die Eisendinge da runterbauen. Also gleich von dem Förderband was runterzwickt, oder? Oder einen Greifarm, der sich halt immer ein bisschen Kohle runterzieht. Ja, eben. Achso, ja. Ihn da unten hersetzen. Hat dann mal irgendwo daher, da führt's dann das, da führt das Ding vorbei und mit Eisen, okay, war ganz okay. leicht. Ich hab schon wieder kein Eisen mehr. Aber wir werden bald auf Strom setzen. Ja, müssen wir. Jetzt schaue ich gerade mal, wo ist denn da das nächste Wasser? Es wäre fast sinnvoller, wenn wir ein bisschen weiter nach rechts oben gehen.
Oder links unten, nee, rechts oben, weil da Ah, ist ich habe die Ding falsch gesetzt, sehr intelligent, ja. ein riesiges Erzfeld und Kupfer und noch mehr Erz und keine sichtbaren Gegner dabei. Aber ich glaube, das schauen wir uns in der Boah, wie nächsten. geil. Die Greifarme mit uns sich selber einfühlen, wenn es kann. Echt? Okay, cool. Gut. Benzin haben. Aber wieso füllt der nicht Dinge, ey? Vielleicht, ne, passt, das stimmt. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Na, eigentlich. Nimm mal das letzte Stück von der vom Förderband Band. weg. Ja. Ich glaube, dass das. Ja, jetzt stehst du im Weg. Das ist nicht das, das ist nicht, er nimmt keine Kohle, das ist, ach so, er hat da keine Kohle, was er wegnehmen könnte. Also wir brauchen Kohle für Okay, die ja, Kohleproduktion, genau. das ist. Ja, gut, aber ich glaube, wir sind auch durch Wir sind für durch, heute erstmal. Ja. ja, wir sehen uns aber im nächsten Part wieder. Bin ich Genau. gespannt, wie es da weitergeht. Bis dahin. Im nächsten Part, tschüss. Ciao.